Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zurück zur Show mit dem Salz bei Simox Gaming. Mein Name ist Simox. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein herzlich willkommen auch an alle auf YouTube, die zum späteren Zeitpunkt einschalten. Schön, dass ihr reinschaut. Es ist heute soweit. Großes Finale steht an, Leute. Wir kämpfen gegen die Contingency. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder besiegen wir die Contingency oder die Contingency besiegt uns. Und egal wie es ausgeht, entweder werden wir vernichtet, dann haben wir halt verloren. Oder wir gewinnen, dann gewinnen wir auch das Spiel. Weil wenn wir die Contingency schlagen, gibt es niemanden mehr, der uns noch besiegen kann. Ist so. So, was haben wir jetzt für ein Problem? Hier sind unsere Flotten. Die sind schon ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Wir bauen erstmal die Flotten wieder auf. Weil wir können uns hier nicht weiter ausbreiten. Es funktioniert nicht. Wir kommen mit den Flotten, die wir hier haben. Wir kämen wahrscheinlich dagegen an, aber wir würden so krass Verluste einfahren, dass sich das erstmal nicht rentiert. Im Prinzip sage ich den ganzen Flotten jetzt, dass sie sich zur nächsten Station zurückziehen sollen. Wir müssen vor allen Dingen die Flotten soweit wiederherstellen, weil die Flotten waren jetzt mächtig genug, um es mit den ersten Flotten oder mit den ersten zwei Planeten der Kontingenz aufzunehmen. Das Problem ist, dass hier jetzt aus dem Planet, hier im Baku oder Batukan-System, am Stabilization Hub 1, taucht schon wieder eine neue 97.000er Flotte auf. Die werden wir unterwegs einsammeln, weil die werden wir sowieso treffen. Und werden die dann wieder vernichten und werden dann hier eine Flotte lassen, die den Planeten weiter bombardiert, um zu verhindern, dass die sich hier immer weiter aufbauen. Vor allen Dingen haben wir halt das Problem, hier unten ist auch noch eine Flotte. Und vor allen Dingen müssen wir aufpassen, die Kontingenz breitet sich auch hier oben aus. Ist halt nicht ungefährlich, damit man halt vorsichtig ist. Und wir sagen mal direkt F10. Boah, 117.000 würde es kosten, alles zu verstärken aktuell. Voll brutal. Da ist auch noch nicht alles ganz in Ordnung, weil hier teilweise die Armadas doppelt und dreifach in Bewegung sind. Ich lasse mal auf schnell laufen, da kommen die Flotten gegen ja sozusagen. Hier kommen aber endlich mal Hilfsflotten von den anderen Reichen. Also der galaktische Wächter kriegt endlich auch mal Unterstützung durch die galaktische Gemeinschaft. Schadet ja auf jeden Fall nicht. Irgendwo haben wir Feinde, ich weiß aber nicht wo. Oh, hier. LOL! Ja, lol. Tauchen die hier oben einfach wieder auf. Ja, ich habe ein echtes Problem gerade. Wie kriege ich die Planeten kaputt von denen? Wie kriege ich die Planeten von denen so weit zerstört? Muss ich die verwüsten, dass sie die nicht wieder aufbauen können? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Dass sie quasi Verwüstung 100% haben? Oder wie kriege ich die weg, ohne dass ich dafür einen Koloss brauche? Bombardieren. Okay. Gut, dann müssen wir es wirklich so machen. Wir bauen die Flotten aus und bombardieren den Planeten danach zu Klump. Bombardieren, ich meine, es reicht schon 50%. Okay. Ja, wir schießen sie jetzt einfach zu Klump. Wird schon irgendwie gehen. Oh, hier haben wir Krieg. Aber es müsste reichen, weil die Flotten, die da kommen, sind alle stark genug normalerweise. Bombardierung braucht auf jeden Fall deutlich länger. Okay. Gut, hier ist auf jeden Fall der Stabilization Hub. Gut, Moment mal, ich bin auch blöd. Ich gehe hin und schicke die hier hin. Ich schieße die ins nächste Leben zurück. Red Alert. Spaceport under fire. Ja, das nervt gerade hier oben. Die nehmen mir hier oben meine Dings weg. Die nehmen den L-Cluster gerade ein. Das nervt gerade. Alter, die sind mit zwei Flotten hier oben drin. Diese Schweinebacken, Alter. Die Bombardierung fügt dem Planeten täglich 0,05% Verwüstung. Alter, was? Das dauert ja ewig. Ich werd den nicht Herr, das ist das Problem. Ich meine, wenn ich mal alle Flotten zerstört habe, dann dauert es halt ein bisschen, bis sie wieder neue Flotten rausbringen. Aber ja, nervt halt. Ah, es wäre so schön, wenn wir jetzt noch irgendwelche Hilfe kriegen würden. Das wäre total gut. Da haben wir schlechte Karten. So, Kinder, jetzt werden wir die hier erstmal entfernen. Bums. Gehen wir hier hin, dahin, dahin, dahin. Und machen erstmal hier oben alles wieder frei. So, man bombardiere diesen Planeten. Alter, wie schnell hat sich dieser verdammte Planet regeneriert? Gut, die Bombardierung scheint generell nur die 0,05% zu machen. Das heißt, lass jetzt eine Flotte hier stehen. So, die Flotten bleiben hier. Die Flotten werden jetzt diesen Planeten bombardieren. Lege ich jetzt mal auf die 1. So, also wir bombardieren gerade zwei der Hubs. Wir bombardieren hier auf der Seite den Hub. Hier haben wir Flotten, die mächtig genug sein dürften. 55...
90. Ja, die sind stark genug. Wenn hier eine Flotte rauskommt, können wir sie trotzdem wegballern. Das heißt, wir haben zwei der Hubs, haben wir auf jeden Fall im Griff aktuell. Selbst wenn was rauskommt, wir können es verteidigen. Jetzt heißt es einfach Verwüstung aufbauen. Oh, scheiße, wir haben Naniten voll. Ach, die haben oben alles abgeräumt. Stimmt, die haben ja hier oben alles kaputt gemacht. Was ich aber interessant finde, die haben sie noch nicht getötet. Sie sind verbündet! Sie werden deine Schwäche ausnutzen. Der galaktische Wächter hat keine Schwächen. So, den nächsten Hub beschießen. So, ich beschieße drei der Hubs. Jetzt heißt es warten, im Endeffekt. Da tauchen sie auf und da sterben sie wieder. Oh, toll, da kommt er. Oh nein, da kommt er. Und oh gut, er geht wieder. So, 45%. Ich bin mal gespannt, was gleich passiert, wenn wir bei 50% ankommen. Ob sich da was tut. Oder ob da gleich nur wieder irgendeine Drecksflotte daherkommt und stört. Maschinenwelt zerstört. Tatsächlich. Sterilization Hub 1 ist zerstört. Bei 50% fliegt das Ding ab. Tatsache. So, das heißt im Klartext, hier oben sollte auch gleich finito sein. 35%. Wenn da nichts mehr kommt, sollte das gut laufen. Hier wird auch geballert, wie Sau. So, 30.000 Punkte. 78.000 Punkte. Frage ist, Flotte verbessern. Machen wir mal direkt. Da kommen noch mehr Schiffe. Nein, die Art ist ein Troop. Nein! Nein! Unsere künstlerischen Freunde. Research concluded. Dafür werdet ihr bezahlen, ihr verdammten Roboter. Ida mit euch. Bam, Maschinenwelt zerstört. Ihr Penner. Maschinenwelt zerstört. Zack, wo? Da unten, ne? Hier unten. Ja, hier unten haben wir sie weggebombt. Weggebombt. Ich glaube, so richtig sehe, sind die einzige, ist die einzige Maschinenwelt, die noch übrig ist, die hier unten. Das heißt, wir gehen jetzt hin, ziehen jetzt alles, was wir haben. Wir haben zwar hier Planeten, oder haben zwar hier Reichsgebiete geclaimed, aber müsste normalerweise funktionieren. Ich schicke die jetzt hier runter. So, wir sammeln jetzt alle Flotten hier unten und dann braten wir die erstmal schön weg. Was? Oh, die leben noch! Yay! Die konnte, sie leben noch! Unsere Freunde, die Roboter, leben noch! Sehr gut. Nicht die Roboter, die Dings, die kommen. Die Kommilitonen. Wie heißen sie? Die Artisan Troops. So. Sie leben noch. Ah, nein, da ist sie schon. Da sind sie schon wieder. Ach, scheiße. Das nervt. Ich brauche hier unten ein Sternentor. Ich muss einen Parallelschlag sozusagen machen. Ich muss jetzt parallel hier angreifen. Mal gerade gucken, welche Flotten das sind, die sich da wegbewegen. Das nervt. Die nerven. Ich weiß nur, dass die schnell genug dahin kommen, damit jetzt nicht Ample Deer noch fällt. Das wäre extrem scheiße. Der Rest der Galaxie macht aber auch einfach nichts die ganze Zeit. Die sitzen hier rum, drehen Däumchen, machen nix irgendwie. Keine Ahnung, du. Chillen sich da einen ab. Ich weiß auch nicht. Der räumt hier gerade frei, glaube ich. Ja, der räumt hier gerade frei. Wenn der jetzt gleich freigeräumt hat, sag ich dahin bewegen. Sternbasis bauen. Gut, die Flotten stehen alle bereit, wenn ich das richtig sehe. Auf den Juggernaut. Ich würde sagen, auf zum letzten Ritt. Angriff, ihr Penner! Schießt jetzt Nirvana! Ja, das zwickt. So, was machen wir? Die Klinge der Jägerin. Ja, die Klinge der Jägerin. Los geht's! Alter Schwede, jetzt ist Carnage angesagt. Maximum Carnage! Bam! Ihr Penner! So! So macht man das im Auenland! So, die bleiben hier und beschießen den Hub. Der Rest fliegt weiter. Nieder mit der Kontingenz. Okay, hier sind noch Flotten, die ordentlich Schäden davon getragen haben. Aber wir sind kurz davor, Leute. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast hingekriegt. Wir können es schaffen, die Kontingenz zu schlagen. Ich sehe schon, die Technik, die drängen auch gleichzeitig hier die Defense Unit zurück. Die können sich da nicht erwehren. Gut, mit dem Juggernaut im Gepäck müssten das genug. Das sind 100.000, das sind zusammen. Haben die 125.000 Punkte. Die jetzt hier noch irgendwo rumschwirren. Muss man natürlich jetzt aufpassen. Dass die mir jetzt hier nicht irgendwie ins Gesicht geflogen kommen. Aber grundsätzlich
sehe ich das scheinbar schon als ganz vernünftig an. Sieht aus so. So, 31%. Second Armada ist im Gefecht. But why? Was? Warum sind die hier? Warum sind die hier? Oh je, das könnte jetzt eng werden. Oh, aber die sind angeschlagen. Ist gut. Krieg ich. Komm schon. Könnte klappen. Sind nämlich schon noch ein bisschen angeschlagen. Im Kampf gegen die letzte Flotte. Ah, hier ist schon wieder. Überall Zeug zu viel. Das sieht gut aus. Oh, was war das? So. Schon, komm schon, komm schon. Ihr kriegt die. Zack. Tod. Tod und Verderben. Sterntor errichtet. Sehr gut. Badukan-System fertig. Und zerstört, ihr Penner. Sagen wir, bombardieren mal diesen Planeten dort. Schicken die jetzt auch nach unten. Hier oben passiert jetzt erstmal nichts mehr, weil ich glaube, die Kontingenz hat jetzt auch keine Schiffe mehr. Also ich glaube, wir haben sie jetzt so weit eingekesselt, dass sie keine Schiffe mehr haben, mit denen sie noch angreifen könnten. Das heißt, es ist jetzt eine Frage des Ausmerzens! Das Herz der Kontingenz. Mit der Zerstörung aller vier Maschinenwelten gelang es den Wissenschaftlern, den Ursprungspunkt des Geistersignals abzuhalten. Er kommt aus CX9881, einem bisher unbekannten Sternensystem auf der galaktischen Peripherie. Dies muss der Ort sein, zu dem alle Synthetischen, die unter die Kontrolle des Signals fiel, hingereist sind. Die Kontingenz bleibt eine Bedrohung, bis jemand sich um das letzte System gekümmert hat. Interessante Position, Maschinenwelt. Wo sind sie? Wo? Da sind sie. Nexus Zero One. Okay, Master Core Klasse 170. Alter, was ein Brummer. Das Mutterschiff der Kontingenz. Super cool. Gut, die letzte Maschinenwelt ist zerstört. Das heißt, so, wie komme ich denn am schnellsten dahin? Die Kontingenz ist dort. Was ist da in der Nähe? Die Frage ist, ob die sich von dort aus ausbreiten werden. Wahrscheinlich schon. Heißt im Klartext, wir nehmen uns alle Schiffe, die wir haben. Alle meine ich alle. Und bringen sie erstmal hier oben in Position. Den letzten Angriff auf die Kontingenz, beziehungsweise wir fliegen jetzt alle mal einmal nach Rizor. Sammeln da alles Schiffe. All of them. Also hier, hier, hier auch alle. Alle nach Rizor. Alles hier sammeln. Und dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Eingehende Übertragung. Kritischer Fehler. Verbindung zu allen Sterilisationshubs verloren. Versuche Neuverbindung. Betriebsbereit. Aufmerksamkeit, bitte. Das Notfallprotokoll, bitte. Das Aufmerksamkeitsprotokoll ist trotz der jüngsten Rückschläge immer noch in Kraft. Nicht nähern. Keinesfalls nähern. Wir bewerten unsere strategischen Möglichkeiten neu. Jeglicher Versuch, diesen Prozess zu stören, endet mit sofortiger Massensterilisierung der angreifenden Einheiten. Ja, ja, bla, bla. Ihr Ende naht. Genau. Zeit der Kontingenz zu zeigen, wer hier der Herr des Hauses ist. Wir kriegen es mit insgesamt. Oh shit, Mann! Alter. RIP-Headphones. 60, 120, 180, 240.000, 300, 410.000 Punkte, 430.000 Punkte und der Nexus Zero One. 430.000 Punkte sind verdammt viel. Wir gucken gleich mal, wie viel wir entgegenwerfen können. Das wäre jetzt halt der Moment, wo so eine galaktische Allianz so richtig geil wäre, wenn so aus allen Ecken kommen irgendwelche Schiffe daher, tauchen auf und rasten einfach völlig aus und vernichten gemeinsam die Kontingenz. Das wäre halt so richtig geilo. So, wir haben 124.000, 224.000, 232.000, 282.000, 290.000, 304.000. 304.000 sehe ich da schon mal. 304.000 sehe ich da. Und wir verstärken weiter. Tendenz steigend. Über 500.000 Punkte. Sollte reichen. Los geht's! Abflug! So. Und drauf! Fingers crossed, Leute. Fingers crossed. Alter, Wumm! Das nenne ich mal fette Wummen. Zack, die erste Station ist schon down.
Röms, erster Heiler down. Röms, zweiter Heiler down. Röms, dritter. LOL! What the fuck, Mann? Oh mein Gott. Das war brutal. Damit habe ich nicht gerechnet. So, es wird wahrscheinlich jetzt 5000 Jahre dauern. Oh Mann. So, Kontingenz. Kontingenz erstmal weglöten. Natürlich will ich den hier die letzten Dinge auch noch wegmachen. Wobei, das hier dürfte kein Problem sein. Eigentlich. Woran hängt ihr denn? Leute, guckt doch mal. Was ist denn mit euch? Ihr Weichlappen. 8%. Direkt mal überall da, wo wir wieder freigemacht haben. Die, das war alles mein Reichsgebiet. Ich finde das so interessant, dass sie die Corinth Union nicht angegriffen haben. Ich bin der ziemlich sicheren Meinung, die haben irgendwas damit zu tun. Finde ich auch interessant. Ich bin dafür und die United Rin Confederacy ist dafür. Alle anderen sind dagegen und ich denke mir so, ja, aber haha. Reichen die Gefallen, die ich hier bei denen habe, um das Blatt zu meinen Gunsten zu wenden? So, der Galaktische Rat besteht jetzt nur noch aus mir. Ja, das ist gut. Nehmt, ja, ich helfe euch. Ich komme auch und helfe euch. Äußerst praktisch, was der hier macht. Es ist nett, dass ihr eurem galaktischen Wächter hier so bereitwillig helft. Sehr, sehr nett von euch. Also ich finde, das sind extrem gute Teamplayer. Ich finde das echt nett, was die hier machen. Ich will meine Naniten zurück. Research concluded. So, hier unten ist auch wieder alles frei. Damit sitzt die Kontingenz ziemlich auf dem Trockenen. 42%. Leute, das Ziel ist fast erreicht. Wir haben es fast geschafft, liebe Leute. Wir müssen nur noch die Kontingenz, den Hauptcluster wegbrutzeln. Das Ende der Kontingenz! Woo! Die Kontingenz ist gescheitert. Mit der Zerstörung der letzten Maschinenwelt steht die Galaxis nicht mehr vor der drohenden systemischen Massenvernichtung. Alle überlebenden Kriegsformen der Kontingenz sind entweder ausgeschaltet oder haben sich selbst zerstört. Und das Geistersignal wird nicht länger übertragen. Wie auch bei den anderen Maschinenwelten detonierte der Hauptnexus in einer massiven Antimaterie-Explosion, als es offensichtlich wurde, dass es seinem Angreifer nicht mehr widerstehen konnte. Das Licht, das durch den intensiven Energieausstoß entstanden ist und nach außen hin mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, wird noch Jahrtausende für künftige Generationen sichtbar sein, wie ein heller, kurzlebiger Stern. Der gesamten Galaxie sind intelligente Lebewesen zur Feier ihres Sieges vereint. Für den Augenblick zumindest sieht die Zukunft friedlich aus. Ah, oh, we did it! We did it! Ein großer Tag für die Galaxie! Mainframe-Kern geborgen. Relikt gefunden. Isolierter Kontingenzkern. Geil. Damit sind wir jetzt wahrscheinlich die ultimative Maschinenrasse. Weil wir jetzt das Ding haben. Isolierter Kontingenzkern. Baugeschwindigkeit Bewohner plus 100%! Fügt dem Modifikator Berechnung der Kontingenz hinzu. Baugeschwindigkeit Megastruktur plus 300%. Ich will das haben. Ich will das haben. Wie krank ist das? Wie krank ist das bitte? Hätte ich das früher gewusst. Also das war die ultimative... Geil. Einfach nur geil. Echt. Fassen wir mal so ein bisschen zusammen, was wir erreicht und geschafft haben in den letzten Stunden. Ich weiß nicht, wie lange dieser Spielstand... Kann man irgendwo sehen, wie lange ein Spielstand in normaler Zeit läuft? Ich speichere mal gerade zwischendurch. Also es ist schwer zu beurteilen, aber ich hätte gesagt, so, wir haben ja viele, viele Tage gespielt und jeweils so um die 3 Stunden. Also ich hätte gesagt, das sind jetzt so ungefähr 30 bis 35 Stunden gewesen, die wir in den Spielstand reingebuttert haben. Und ich muss sagen, es war auf jeden Fall... Ja doch, Kurator, geh weg. Kuratorenschlange. Wir haben unglaublich viel gesehen, unglaublich viel gemacht und unglaublich viel erreicht in diesem Spielstand. Wir haben angefangen als ein biologisches Volk von Wesen, die gerne ja, den Weg zur Macht angestrebt haben, den Weg zur Perfektion und zur Umwandlung in reine Maschinen. Wir sind den kompletten Kybernetik-Weg gegangen und sind am Ende zu einem reinen Maschinenvolk geworden, das sich als galaktischer Wächter an die Spitze der Galaxis gearbeitet hat und das inzwischen, ja, als galaktischer Wächter im Großen und Ganzen die ganze Galaxie alleine im Griff hat mit über 200.000 Punkten. Ich müsste jetzt genau zählen, ob die mich überhaupt überstimmen könnten oder nicht. Mit Abstand sind wir die stärkste treibende Kraft in der gesamten Galaxie. Wir haben, muss ich jetzt dabei sagen, wir spielen den Spielstand jetzt seit etwa 2,5 Monaten. Wir haben die ganzen Features von
Nemesis kennengelernt, das Spionage-Feature. Wir haben die, ja, wir haben die lustigen Funktionen von Nemesis ausprobiert, durch die es uns möglich ist, da echt kleine Gemeinheiten gegen unsere Feinde auszuspielen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das richtig nutzt, kann man da richtig gemeine Sachen mitmachen. Am Ende haben wir eigentlich alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Wir haben den L-Cluster nicht geöffnet, aber wir haben dem L-Cluster quasi unseren Stempel aufgedrückt. Und am Ende haben wir uns gegen eine andere Maschinenrasse durchgesetzt, die gewaltige Kontingenz, die es geschafft hat, in unsere Galaxis einzudringen. Wir haben die Kontingenz vernichtet mit all ihren Welten und ihrem Hauptkern. Wir haben jetzt hier noch so ein paar rumwütende Roboter, die von der Kontingenz ein bisschen aufgedreht wurden. Aber wenn wir wollten, könnten wir auch die relativ easy zerstören, weil die können nur über ein paar Wegen aus ihrem Reich raus und haben, wenn ich das richtig sehe, auch weder Sternentore, das ein Wurmloch, zwei, okay, aber die haben nicht viele Chancen, da wegzukommen, vor allen Dingen nicht, wenn unsere geballte Flottenpower einmal durch dieses Reich durchrasiert. Heißt mit anderen Worten, wir haben eigentlich keinen wirklich ernstzunehmenden Gegner mehr und das spiegelt sich auch in unseren Punkten wieder. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal, ich speichere jetzt mal gerade ab, gucken uns mal hier den endgültigen Spielstand an, der 16 Jahre, ja man kann sagen 15 Jahre, Moment, machen wir jetzt mal so, so, wir sind exakt 15 Jahre vor dem Siegjahr. Am 1. Januar 2500 das freie Volk von Fevaria das Spiel gewinnen. Wir haben, ja, Schiffe in der Krise zerstört, wir haben alleine da schon 10.000 Punkte dadurch gemacht, dass wir Schiffe der Krise zerstört haben, wir haben 5 Relikte gesammelt, haben eine gewaltige Wirtschaftsmacht aufgebaut. Unsere Schiffe sind gar nicht so stark, glaube ich. Wir waren auch irgendwas mit Schiffen, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, der einzige wirklich halbwegs ernstzunehmende Gegner wäre die Glitch Defense Unit, aber selbst die hat nur halb so viele Punkte wie wir. Es gibt keine Möglichkeit, wie wir das verlieren können, wenn sich die Galaxie nicht gegen uns zusammentun würde. Aber selbst das wäre so eine Sache, glaube ich. Wir haben eine Liste gehabt, wir sind gestartet, ich glaube, mit 20 Reichen ungefähr. Wir sind bei 10 Reichen angekommen. Wir haben ein gefallenes Reich vernichtet. Wir haben die Kontingenz vernichtet. Also es ist schon ein echt krasses Game gewesen. Ich muss sagen, es war richtig geil. Es war eine mega krasse Erfahrung, weil ich tatsächlich noch gar nicht so viele Spielstände bei Stellaris bis ganz zu Ende gespielt habe. Die letzten 15 Jahre, die schenken wir uns jetzt. Und mit diesem Bild, das ich mal für einen kleinen Moment auf euch wirken lassen möchte, möchte ich diesen Spielstand damit für beendet erklären. Ja, meine Lieben, das war das große Finale unseres Stream-Zusammenschnitts aus Stellaris Nemesis, wohl bemerkt ohne Mods. Es hat einen gigantischen Spaß gemacht, muss ich einfach so sagen. Ich kann es nur noch mal betonen, es war eine tolle Erfahrung, ein gigantisch gutes Spiel und ich hoffe, dass ihr beim Zuschauen genauso viel Spaß hattet wie ich beim Spielen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Like da lasst. Und wenn ihr keine künftigen Videos mehr verpassen wollt, egal ob im Bereich Tutorials oder was anderes, dann könnt ihr den Kanal selbstverständlich auch gerne abonnieren. Ich würde mich über ein Feedback sehr freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Wir sehen uns und ciao, ciao.